Die Änderung im Baugesetz. Ja, meine Damen und Herren, live zurück im Deutschen Bundestag. Es wird weiterhin debattiert über die soziale Wohnungswirtschaft auf Basis zweier Anträge der Linksfraktion. Im Plenum spricht für die CDU-CSU-Fraktion deren Abgeordnete Anja Weisgerber. Bei einem Punkt sind wir uns allerdings gar nicht so fern: der Städtebauförderung. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass wir die Mittel der Städtebauförderung auf ein Rekordniveau von 700 Millionen Euro verstetigt haben. Im Hinblick auf unsere Staatsfinanzen jedoch zunächst nur bis zum Ende der Legislaturperiode. Das ist ein starkes Signal an unsere Städte und an unsere Gemeinden. Ein starkes Signal auch mit Blick auf die Herausforderungen, denen sie derzeit gegenüberstehen, weil immer mehr Menschen in unser Land kommen und in unserem Land Schutz suchen. Gerade das Programm Soziale Stadt, das wir deutlich aufgewertet haben, kann dazu einen Beitrag leisten. Diese Mittel können für die Integration der Flüchtlinge eingesetzt werden, beispielsweise durch Angebote wie Nachbarschaftstreffen für Flüchtlinge und die örtliche Bevölkerung. Das trägt auch zur Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die Zuwanderer bei, die wir dringend brauchen. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Soziale Stadt, das Programm Soziale Stadt, weiterhin in erster Linie für investive Maßnahmen eingesetzt werden solle, denn das ist das Wesen der Städtebauförderung und ihr Erfolgsrezept, meine Damen und Herren. Zusammenfassend möchte ich sagen, Ihre Vorschläge zeigen einmal mehr, dass Ihre Politik weit an der Realität vorbeigeht. Deshalb kann ich, wie meine gesamte Fraktion, Ihren Antrag nur ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Soweit die Rede von Anja Weisgerber, CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Klaus Mindrup für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Karl Valentin ist ja eben hier schon zitiert worden. Ich kann noch ein Zitat anfügen. Es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem. Ich möchte jetzt versuchen, dieses Zitat an dieser Stelle nicht eintreffen zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen haben ein wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Da sind wir uns ja einig. Sie waren das. Entschuldigen Sie, sehen Sie, ich gucke gerade in die falsche Richtung. Aber genau. Das Thema ist vernünftig, was Sie aufgegriffen haben. Wir haben in Deutschland einen Einwanderungsüberschuss von ungefähr 430.000 Einwohnern im Jahr 2013 gehabt. In Berlin allein sind 47.000 Menschen zu uns gekommen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und diese Tatsache kann man nicht länger ignorieren und auch nicht länger leugnen. Und das muss natürlich auch eine andere Wohnungspolitik zur Folge haben. Die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Wohnungen, und sie sollen nicht die Mieterinnen und Mieter aus ihren angestammten Wohnungen verdrängen. Deswegen brauchen wir Wohnungsneubau. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich kann Ihnen aus meinem Wahlkreis sagen, wenn städtische Gesellschaften, nicht private, oder Genossenschaften neuen Wohnraum schaffen wollen, sind die Linken immer im Protest vorne mit dabei. Egal, ob es eine Brache ist in der Innenstadt oder eine Bebauung am Stadtrand. Das Argument ist immer dasselbe. Anderswo geht es besser, oder wir brauchen das gar nicht. Und insofern kann ich Ihnen sehr dankbar sein für diesen Antrag. Das ist jetzt eine Argumentationshilfe für uns, und das ist auch das Positivste an diesem Antrag, dass Wohnungsneubau etwas ist, was wir brauchen. Aber Wohnungsneubau allein ist nicht die Lösung. Wir müssen auch die heutigen Bestandsmieter stärker und besser schützen. Da gibt es im Koalitionsvertrag eine hervorragende Handlungsgrundlage. Die müssen wir jetzt aber umsetzen, und da haben wir ein Tempo aufzunehmen. Und ich denke, das ist ganz klar aus Sicht der SPD. Das Bündnis für bezahlbares Wohnen ist ja bereits erwähnt worden. Ich möchte an dieser Stelle einen Punkt herausnehmen, die Liegenschaftspolitik. Es ist hervorragend, dass Berlin und der Bund sich auf einen Erstzugriff für die 4.600 Geschosswohnungen zum gutachterlichen Verkehrswert geeinigt haben. Es ist ja auch schon bereits an einer Stelle umgesetzt worden, bei den 84 Wohnungen des Quartiers Londoner Straße, Themsestraße. Und das zeigt, dass man sich einigen kann, dass BIMA, Bundesrepublik und Kommune, in dem Fall Berlin, zum Nutzen der Mieterinnen und Mieter zusammenarbeiten können. Und, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, das ist eine Politik, die einer Blasenbildung entgegenwirkt, weil nämlich eben zum Verkehrswert veräußert wird. Ich hoffe, dass die Verhandlungen über diese 4.600 Wohnungen in diesem Jahr
zum Abschluss gebracht werden können. Und ich hoffe, dass es anschließend auch eine Lösung für die Potenzialflächen gibt. Alles, was ich höre, und zwar von beiden Seiten, ist, dass man auf einem guten Weg ist. Aber eins ist klar, das, was für Berlin gilt, muss auch für alle anderen Städte und Gemeinden in Deutschland gelten. Das ist die Richtschnur und das muss auch anderswo umgesetzt werden. Zu den Konversionsflächen gibt es dazu bereits einen entsprechenden Beschluss des Haushaltsausschusses. Ich denke, dass die Koalition ja auch gefordert ist, und die SPD unterstützt das, hier die BIMA auf eine entsprechende Beschlussgrundlage zu stellen, dass sie da auch für ihren Handeln parlamentarischen Rückhalt hat. Und wir müssen an dieser Stelle liefern. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, sind wir uns hoffentlich auch bald einig. Man muss aber auch einräumen, dass für die drei Häuser in Schöneberg keine Lösung gefunden werden konnte, zumindest bisher nicht. Hier sagt Berlin, dass der Erwerb zu den aufgerufenen Konditionen wirtschaftlich nicht möglich ist. Und Berlin beruft sich auf die Landeshaushaltsordnung. Die BIMA sagt, die Haushaltsordnung des Bundes sagt, wir können nicht unter Gutachterwert veräußern. Irgendwas stimmt an dieser Stelle nicht. Und man muss klar sagen, das sage ich auch an dieser Stelle, das ist der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. Und eins muss man allerdings auch sagen, wir kennen an dieser Stelle noch nicht alle Einzelheiten dieses Einzelfalls, insbesondere das Wertgutachten nicht. Insofern können wir das auch hier nicht beurteilen. Das wird uns sicherlich an anderer Stelle noch behandeln. Kommen wir zurück zum Antrag. Die Linken fordern 700 Millionen, eine schöne Zahl. Sie begründen nicht, warum. Sind nicht 800 besser? 900 Millionen? Das ist aber nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie sieht die Gesamtstrategie aus? Und das hat der Kollege Prunold schon gesagt. Wir brauchen eine Gemeinschaftsaufgabe, ein gemeinschaftliches Herangehen von Bund, Ländern und Gemeinden. Und wir als Bund sind hier schon vorangegangen, konkret bei der Aufstockung der Städtebaufördermittel und zum Beispiel auch beim Zuschuss für das barrierefreie Wohnen, was auch in dieses Kapitel reingehört und was wir auch auf den Weg gebracht haben. Die energetische Quartiersanierung wurde hier ebenso abgetan, als würde sie nicht funktionieren. Ich habe mir die aktuellen Zahlen gegeben und geben lassen und mir wurde gesagt, der Mittelabruf steigt. Und das ist etwas Positives. Was man noch verbessern muss, ist, dass Gemeinden in Haushaltsnotlagen einen geringeren Eigenanteil brauchen. Ich höre, da ist man aber auch dran. Insofern kann ich sagen, die Koalition ist unterwegs, die Richtung stimmt. Allerdings aus Sicht der SPD können wir noch etwas beschleunigen. Und das ist vor allen Dingen ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition. Dankeschön. Klaus Mindrup war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt für die CDU-CSU die Abgeordnete Yvonne Marquas. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vorredner aus der Großen Koalition haben ja bereits die wesentlichen Argumente zu den vorliegenden Anträgen der linken Fraktion gesagt. Ich werde mich deshalb nur auf zwei, drei Aspekte konzentrieren, die mir vor allem wichtig sind. Es geht schon mal los, wenn wir uns die Überschriften der Anträge anschauen. Die Reichen von einem linksrevolutionären Marktmacht brechen bis hin zu einem etwas milderen soziale Wohnungswirtschaft entwickeln. Beide Überschriften erwecken aber den Eindruck, als ob wir in Deutschland zweier dramatischer Situationen ausgesetzt sind. Erstens herrschen da irgendwelche finsteren Mächte des Marktes im Wohnungssektor und diese müssten gebrochen werden. Zweitens müsse eine soziale Wohnungswirtschaft erst einmal entwickelt werden. Dem Titel nach existiert eine solche überhaupt nicht in Deutschland. Jetzt kann man einfach anführen, es handele sich nur um die Überschriften, man solle sich doch mal den Text anschauen. Doch ist die Überschrift auch immer eine Visitenkarte eines Textes. Sie sagt etwas darüber aus, was der Inhalt des Textes zutage fördern wird und was der Autor im Sinn hat. In diesem Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, radikalisieren und bagatellisieren Sie den Wohnungsstandort Deutschland. Sie erwecken nämlich einen Anschein, der nichts mit der Realität und mit der wirklichen Situation in unserem Land zu tun hat. Sie lassen aber darauf schließen, und es ist eindeutig erkennbar, wie grundsätzlich negativ die Linke unser Land betrachtet. Im Text der Anträge selber werfen Sie den Koalitionsfraktionen vor,
Die beschlossenen Maßnahmen würden nicht ausreichen oder seien überhaupt nicht geeignet. Sie bagatellisieren also die Mietpreisbremse. Sie bagatellisieren das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. Sie bagatellisieren die Baukostensenkungskommission und Sie bagatellisieren auch die Bundeskompensation in Höhe von 518 Millionen Euro an die Länder. Kein Wort fällt Ihnen ein zu der von uns angeschobenen Wohngeldnovelle. Die Mittel aus dem Bereich der Städtebauförderung reichen Ihnen nicht aus und auch, dass wir die Kommunen um Milliarden entlasten, damit sie wieder Aufgaben für den sozialen Wohnungsbau wahrnehmen können, ignorieren sie vollends. Sie hingegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, bleiben sich durchaus treu. Wie heißt es so oft? Viel heiße Luft und wenig bis gar nichts dahinter. In Österreich nennt man diese Vorgehensweise Dampfplauderei, und genau das passt zu Ihren Anträgen. Stattdessen würde es zu guter Arbeit gehören, wenn Sie wesentliche Fragen beantworten könnten, nämlich wie Sie das Ganze auch finanzieren wollen. Wo wollen Sie sparen? Wo wollen Sie im Gegenzug für all die Wohltaten, die Sie hier großzügig verteilen wollen, belasten? Es ist eine Wunschliste, es ist eine Wunschliste ohne Gegenfinanzierung. Und wenn wir uns mal die Anträge anschauen, so können wir darin viele, viele schöne Zahlen lesen. 5 Milliarden hier, 700 Millionen da, 700 Millionen dort. Hinzu noch ein neues Investitionsprogramm in relevanter Höhe und obendrauf noch Forschungs- und Förderprogramme zur Entwicklung neuer Wohnformen. Flankiert wird dies natürlich diese wohnungspolitische Wundertüte mit nicht praktikablen Vorschlägen, wie zum Beispiel auch dem diffusen Einfrieren von Energie- und Wasserpreisen unter bundeseinheitlicher Aufsicht. Meine Damen und Herren, ich möchte es wiederholen. Nichts in den Anträgen halte ich für durchdacht. Ihre Anträge sind getragen von einer absurden Ansicht. Und das ist natürlich nicht unser Anliegen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union macht Politik für alle Menschen im Land und nicht für ein bestimmtes Klientel. Würdiges Wohnen ist eine Aufgabe, um die sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam kümmern. Dazu gehört für uns auch die Beachtung eines einfachen Grundsatzes. Ich kann nämlich nur das ausgeben, was ich einnehme. Mit der schwarzen Null und einem ausgeglichenen Haushalt betreiben wir eine generationengerechte Politik. Niemand kann heute Wohltaten verteilen, die dann die nächste Generation schultern muss. Dies verlangt aber die Linke in ihrem Antrag. Die Leute im Land verdienen, dass man ihnen ehrlich sagt, was man finanzieren kann und was man nicht finanzieren kann. Meine Damen und Herren, leider wird die vom Bund geleistete Kompensation, und meine Kolleginnen haben es schon angesprochen, die Kompensationen für den Wegfall der Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau in den Bundesländern nicht immer komplett für den sozialen Wohnungsbau verwendet. Das ist zu kritisieren. Wir erwarten im Gegenzug für die geleisteten Bundesmittel, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, dass diese Länder diese zweckgebunden für den Bau neuer sozialer Wohnungen einsetzen. Überhaupt sollten wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf die einzelnen Bundesländer richten. Berlin war zur Zeit der linken Regierungsbeteiligung komplett aus dem sozialen Wohnungsbau ausgestiegen. Aber auch das mit ihrer Beteiligung regierte Brandenburg ist ein Sorgenkind in Sachen sozialem Wohnungsbau. Lassen Sie mich kurz aus dem Rechnungshofbericht des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2014 zitieren. Da heißt es, das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung beabsichtigte bis 2013 für den Neubau von Mietwohnungen in Innenstädten Fördermittel von 30 Millionen Euro einzusetzen.
Im Jahr 2011 standen davon 10 Millionen Euro zur Verfügung. So schön, so gut. Es gab dann einen Wettbewerb und die Jury wählte 16 Anträge mit insgesamt 336 Wohneinheiten aus. Ich zitiere weiter. Nach 3 Jahren befanden sich von diesen 16 grundsätzlich bestätigten Projekten lediglich 4 Vorhaben in der Umsetzung. Damit förderte das Ministerium letztlich den Neubau von 72 Mietwohnungen im gesamten Land Brandenburg und stellte damit Fördermittel von 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das entspricht 1% der zwischen 2007 und 2013 insgesamt für die Wohnraumförderung bewilligten Mittel. Zitat Ende. Das schreibt der Landesrechnungshof. Schon allein das ist im Angesicht der vorliegenden Anträge auch eine Farce. Aber es kommt noch ein klein wenig dicker. Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr auch die Kappungsgrenzenverordnung eingeführt. Und im Ergebnis wurden 30 Brandenburger Gemeinden ermittelt, in denen es zu wenige Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen gibt. Frau Kollegin Mackfass, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig zu. Ich bin fast fertig, das könnten wir hinterher bilateral erklären. Dankeschön. Leider ergibt sich daraus auch der Schluss, dass Brandenburg versucht hat, die Fehlentwicklungen der eigenen Baupolitik zu kaschieren. Und das ist Realität der linken Politik, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag hat sich die Große Koalition auf ein umfangreiches Paket an Maßnahmen verständigt, um die Wohnsituation in Deutschland weiter zu verbessern. Diese Maßnahmen sind zum Teil schon verabschiedet, andere werden auf den Weg gebracht. Lassen Sie mich stichpunktartig noch mal die Maßnahmen zusammenfassen. Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, vor allem aber auch damit der Baukostensenkungskommission, die Mietpreisbremse, die angehende Wohngeldnovelle, die finanzielle Entlastung der Kommunen, die Städtebauförderung und natürlich die Finanzmittel, die wir konkret für den sozialen Wohnungsbau an die Länder geben. Meine Damen und Herren, die Linke gaukelt uns allzu gerne vor, sie würde die einzige wahre Sozialpolitik für die Menschen in unserem Land machen. Sozialpolitik ist aber auch das, was die Große Koalition tut, nämlich zum einen durch die bereits erwähnten Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, zum anderen, und das ist das Wesentliche und die wesentliche Grundlage, durch eine solide und generationengerechte Haushaltspolitik. Nur eine solche Kombination an Entscheidungen garantiert, dass es den Menschen in unserem Land gut geht. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Stefan Liebig für eine Kurzintervention. Liebe Kollegin, herzlichen Dank für das charmante Angebot, dass wir das privat klären können. Aber ich würde gerne alle an den Informationen hier teilhaben lassen. Ich habe in der Zeit, über die Sie hier gesprochen haben, in Berlin als Fraktionsvorsitzender der PDS-Fraktion gearbeitet und würde gerne über einen Punkt informieren. Sicher haben wir damals auch Fehler gemacht, das soll ja beim Regierungshandeln vorkommen. Aber der Ausstieg aus dem sogenannten sozialen Wohnungsbau in Berlin, das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr richtig war. Und ich möchte Ihnen auch sagen, warum. In Berlin war es so, dass das Land Berlin unter CDU-SPD-Regierung, aber auch schon davor, zu Westberliner Zeiten, einen ganz besonders kreativen Weg gewählt hat, den sogenannten sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Es war nämlich so, dass die Immobilienfirmen direkt das Geld bekommen haben und die sogenannten Sozialmieten höher waren als die Vergleichsmieten auf dem freien Markt. Und deshalb hat sich das Land Berlin entschieden, dort auszusteigen. Dagegen gab es massive Klagen der Immobilienunternehmen. Am Ende haben wir die alle gewonnen. Und ich glaube, dass man da dem Landeshaushalt einen Gefallen getan hat und den Mietern nicht geschadet hat. Vielen Dank. Dann hat die Kollegin Uli Nissen von der SPD-Fraktion als nächste Rednerin das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist gutes, bezahlbares Wohnen sehr wichtig. Deshalb ist es schön, dass ich heute durch den Wünsch-dir-was-Antrag der Linken heute dazu Stellung nehmen kann. Wenn wir schon beim Wünschen sind, ich hätte mir gewünscht, dass wir heute die Mietpreisbremse debattiert und beschlossen hätten. Aber es gibt leider noch einige kleine Bremsklötze. Aber ich bin sicher, dass ich mit meinen lieben Kolleginnen und dass meinen lieben Kollegen und Kolleginnen der CDU die Nöte der Mieterinnen und Mieter auch eine Herzensangelegenheit sind und wir möglichst umgehend eine Lösung finden. Viele von uns kommen aus Städten, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Ich selber komme aus Frankfurt. Die Stadt wächst jährlich um 15.000 Menschen. Deshalb wissen wir, wie schwer es ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir nehmen die Menschen, die Sorgen der Menschen ernst. Und wir haben dort eine Menge zu tun und machen das dort, wo wir es auf Bundesebene auch wirklich können. Damit Wohnen nicht zum Luxus wird, haben wir als rot-schwarze Bundesregierung bereits eine Menge in Angriff genommen. Nur ein kurzer Auszug unserer bereits beschlossenen Maßnahmen. Erhöhung der Mittel für die Städtebauförderung, deutlich mehr Geld für die soziale Stadt und das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Natürlich wäre es super, wenn wir bei diesen Maßnahmen weitere Mittel aus dem 10 Milliarden Sonderprogramm bekommen würden. Und da müssen wir alle wirklich dran arbeiten. Das ist notwendig. Zusätzlich werden wir das Wohngeld erhöhen und die Warmmiete als Grundlage nehmen. Über 300.000 Menschen werden davon profitieren, und da freue ich mich drüber. Der Linken-Antrag fordert, die Unterbringung von Flüchtlingen in Massenunterkünften unverzüglich zu beenden und sie stattdessen in städtische und ländliche Wohnstrukturen zu integrieren. Super Forderung. Und das meine ich mit Wünsch dir was. Ich würde es gerne sofort umsetzen, aber was mache ich in einer Stadt wie Frankfurt mit einer langen Warteliste von Menschen mit Wohnberechtigungsschein, die auf eine Wohnung warten? Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, was sollen wir tun, wenn wir keinen entsprechenden Wohnraum nach Ihrer Vorstellung anbieten sollen? Sollen wir die Menschen auf die Straße setzen? Natürlich versuchen wir, alle Personen menschenwürdig und unterzubringen und am besten in kleinen Wohneinheiten. Bei uns in Frankfurt werden die Flüchtlinge von der Nachbarschaft herzlich willkommen geheißen, und ich bedanke mich bei allen dafür für das große Engagement. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wohnungsnot kann der Bund alleine nicht beseitigen. Auch Kommunen spielen damit eine wichtige Rolle. Was vor Ort direkt und besser gelöst werden kann, sollte auch dort erledigt werden. Auch deshalb haben wir ein föderales System. Frankfurt nimmt die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum sehr ernst, insbesondere seit Peter Feldmann Oberbürgermeister ist. Der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding gehören gut 50.000 Wohnungen und nimmt bis 2019 2,4 Milliarden Euro in die Hand, um 6.200 neue Wohnungen zu schaffen. Davon 37% im geförderten Bereich. Das ist vorbildlich, reicht aber noch lange nicht aus. Wir haben nur noch wenig bebaubare Grundstücke. Das Thema ist schon angesprochen worden. Ich denke, das geht in vielen angespannten anderen Wohnungsmärkten genauso. Da müssen die Kommunen vor Ort auch selber nach Lösungen suchen. Das kann eben nicht der Bund für sie erledigen. Wir denken zum Beispiel in Frankfurt darüber nach, innerstädtische Autobahnen zu überbauen. Damit hätten wir zwei Dinge erreicht. Einerseits neue Bauflächen, aber andererseits auch Lärmschutz. Und an alle, es wäre schön, wenn der Bund solche Modelle nicht nur in Frankfurt, sondern auch in anderen Orten finanzieren könnte. Kommunen könnten auch Milieuschutzsatzungen erlassen. In den betroffenen Gebieten müssten dann alle Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadt zur Genehmigung vorgelegt werden. Nicht erlaubt sind dann beispielsweise Maßnahmen, die zur Luxussanierung führen. Damit soll die Verdrängung von Mietern aus gefragten Stadtteilen verhindert werden. Es ist gut, dass sich vor Ort Bündnisse zusammentun, um sich gegen die Verdrängung zu wenden. Als vorbildlich in Frankfurt nenne ich zum Beispiel die Nachbarschaftsinitiative Nordend Bornheim Ostend. Am Samstag werde ich Mitglieder in einem betroffenen Objekt in der Wingertstraße 21 treffen. Ich freue mich heute schon darauf. Auch die Länder können viel tun, unter anderem eine Landesverordnung erlassen, mit der die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden kann. Das würde uns nicht nur in Frankfurt gut helfen, sondern sicherlich auch in anderen Kommunen. Leider, muss ich sagen, gibt es dies in Hessen unter der schwarz-grünen Landesregierung nicht. Das bedauere ich sehr. Es gibt bekanntermaßen große Probleme für Mieter durch Eigenbedarfskündigung
Eigenbedarfsklagen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Auch hier könnten Länder gemäß § 577 BGB mit Rechtsverordnung Gemeinden festlegen, in denen die Wohnraumversorgung besonders gefährdet ist, und damit einen verlängerten Kündigungsschutz von bis zu 10 Jahren festlegen. Leider ist auch hier unter Schwarz-Grün in Hessen keine Verbesserung eingetreten. Es blieb bei 5 Jahren wie unter CDU und FDP. Das finde ich sehr peinlich und das bedauere ich sehr. Eine moderne, soziale, zielgerichtete Wohnungspolitik kann also nur in Zusammenarbeit aller Beteiligten, Bund, Länder, Kommunen und Akteure des Wohnungsbaus, gelingen. Lassen Sie uns gemeinsam auf allen Ebenen kämpfen, um den Menschen zu helfen. Ich danke Ihnen. Die Rede von Uli Nissen. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema soziale Wohnungswirtschaft.